Hey liebe Leute, ich bin Alexander Müller, Fotograf und Fotokursleiter aus Wien und ich freue mich, dass ich dir meine Tipps und Erfahrungen aus über 10 Jahren Faszination Fotografie mitgeben darf. Ich bin gerade im wunderschönen Hamburg. Ich darf für 2 Fotoreisen hier sein und zwischen diesen beiden Gruppen habe ich mir gedacht, ich mache ein YouTube-Video. Es geht mal wieder um eine Challenge. Ich habe diesmal nur als Ultraweitwinkel das Nisi 15mm dabei und werde damit versuchen, im Kontorhausviertel und in der Speicherstadt schöne Fotos zu machen. Was ich hier alles beachte und vor allem was dabei rauskommt im Video. Eines der erfolgreichsten Videos bisher auf meinem YouTube-Kanal, das war die Challenge, als ich mit dem Ultra Tele, mit dem Sigma 60-600mm in den Maurer Wald gezogen bin und dort auf Motivsuche gegangen bin. Es sind richtig coole Fotos dabei rausgekommen, war auch ein sehr spannendes Video für mich zu produzieren, sich so einfach auf eine Brennweite mal zu fokussieren und auch zu beschränken. Für das heutige Video habe ich mich deswegen mal für die andere Richtung, für das Ultra-Weitwinkel entschieden und hier für das Nisi 15mm. Das ist für die Spiegellosen ein Manualfokusobjektiv, sehr simpel, aber meiner Meinung nach sehr gut und auch durch das 72mm Schraubfiltergewinde möglich, hier zum Beispiel mit einem V6 Nisi Filterset zu kombinieren. Ich werde damit jetzt hier im Kontorhausviertel und in der angrenzenden Speicherstadt auf Motivsuche gehen. Da wird es natürlich viel um Architektur gehen. Ich möchte aber auch so ein bisschen diese klassischen Städtefotoszenen, wo man ein bisschen mit Perspektive, Vordergrund und so weiter spielen muss, genauso machen wie Symmetrie. Ich liebe Symmetrie, Innenhöfen, Stiegenhäuser, alles werde ich natürlich jetzt hier genauso machen. Ich bin jetzt gerade für 2 Fotoreisen hier in Hamburg. Zwischen der einen und der zweiten Gruppe nehme ich dieses Video auf. Wenn du mit mir auch mal die Faszination Fotografie in Hamburg erleben möchtest, packe ich dir unten auch einen Link rein. Schau dir das Ganze gerne an. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf Motivsuche. Get this party started. I got the music playing loud. How you like my outfit? I have to say I'm kinda proud. I got my dancing shoes on and I'm feeling dangerous. Let's get this party started. Yeah, we gon' be adventurous. Eines meiner Lieblingsmotive sind Lacken. Ich liebe diese Spiegelungen und wenn man mit der Kamera, und dazu muss man aber wirklich ganz runtergehen, nah an die Lacke geht, dann bekommt man eine Spiegelung, wo die Realität die Hälfte ist und die Hälfte die Spiegelung. Ich mag das extrem gerne, weil es eigentlich fast schon surreal ausschaut und habe jetzt hier ein Foto gemacht, wo sich hinter mir der Sprinkenhof und diese Gebäude in dieser Lacke spielen. Wie gesagt, ganz runter und was ich auch immer mache, ich schaue, dass die Wasserwaage in beide Richtungen gerade ist, sowohl horizontal als auch vertikal und das schaut dann wirklich so aus. Get this party started. I got the music playing loud. How you like my outfit? I have to say I'm kinda proud. I got my dancing shoes on and I'm feeling dangerous. Let's get this party started. Yeah, we gon' be adventurous. Wenn man mit dem Ultraweitwinkel im Kontorhausviertel unterwegs ist, dann ist der Sprinkenhof auf jeden Fall etwas, das du fotografieren solltest. Unglaublich imposanter Bau mit einem wirklich genialen Innenhof, sehr groß und dennoch muss man das Ultraweitwinkel hier an seine Grenzen bringen, um diesen großen Bau hier auch drauf zu bekommen. Das heißt, das erste, was wir hier natürlich mal als große Challenge haben, ist das Thema Symmetrie. Die Mitte zu finden ist gar nicht so leicht, weil wir reden hier davon, dass es auf halbe Meter oder vielleicht sogar auf Zentimeter genau sein muss, damit man das Foto so gerade wie möglich hinbekommt. Was mir dabei hilft, ist dann zum Beispiel die Fenster zu zählen. Also ich sage, okay, hier gibt es 10 Fenster, das heißt, hier und da ist die Mitte. Und dann vielleicht auch am Boden zu schauen, ob es Markierungen gibt. In diesem Fall ist hier die Mitte. Normalerweise würde ich da jetzt liegen und nach oben fotografieren. Ich habe mir aber für heute, weil auch das Wetter diesmal mitspielt, etwas überlegt. Und zwar habe ich auf das 15mm, das hat ja ein 72mm Schraubgewinde, einen Graufilter drauf montiert. Einen ND1000, also wirklich einen sehr starken Graufilter, der verlängert mir die Belichtungszeit ums Tausendfache. Und das habe ich deswegen gemacht, weil ich jetzt gerade einen blauen Himmel habe, wo Wolken sehr schnell drüber ziehen. Und das ist natürlich perfekt für eine lange Belichtungszeit, um damit eben diese dynamischen Wolkenspuren zu bekommen. Ich bin damit jetzt auf 30 Sekunden bei ISO 100 und Blende 11 gekommen und was ich natürlich bekomme, ist ein statischer Innenhof mit ziehenden Wolken. Die Challenge hier war vor allem aus der Mitte und dann natürlich dieses Objektiv auch gerade auszurichten. Ich tue mir da immer leichter, wenn ich liege und nach oben ausrichte, weil wenn ich mich nach links bewege, dann weiß ich auch, in welche Richtung das passiert. Während hier, zumindest gibt es ein Klappdisplay, aber trotzdem die Bewegungen immer ein bisschen versetzt sind. Ich tue mir da ein bisschen schwerer, von unten die Kamera einzustellen. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass das Foto mal so gerade
gerade wie möglich ist. Den wirklichen Feinschliff, den macht man natürlich in der Nachbearbeitung. In Lightroom kann man zum Beispiel transformieren und kann wunderbar mit Hilfslinien das Bild nachher gerade richten. Das Ausgangsbild sollte natürlich aber so gut wie möglich sein, weil je schiefer es ist, umso mehr verlierst du nachher. Ich zeige dir natürlich mein rohes Foto und nachher auch das bearbeitete Foto. Mein Ziel war zum Beispiel, dass ich jetzt auf allen Seiten überall 3 Fensterreihen zum Schluss drauf haben werde. Hätte ich jetzt zum Beispiel auf einer Seite 4 und auf der anderen die 3. angeschnitten, dann müsste ich diese Reihe auch opfern für das Geraderichten. Also nimm dir hier bitte wirklich Zeit, erstens die Mitte zu finden und zweitens nachher die Kamera auch gerade auszurichten. Egal ob jetzt liegend am Boden mit Blick nach oben oder so wie hier am Stativ. Ich habe jetzt noch einige Fotos freihändig gemacht. Die Sonne ist mittlerweile rausgekommen und der Himmel ist knallblau. Das gibt natürlich auch richtig gute Kontraste. Ein Teil des Hofs praktisch wird von der Sonne angestrahlt, ist sehr hell, der andere Teil ist im Schatten. Da muss man natürlich von der Belichtung her aber auch aufpassen, dass das Foto nicht überbelichtet ist. Das heißt, die Belichtung wähle ich so, dass die hellen Bereiche gerade nicht überbelichtet sind und die dunklen Bereiche dann eben immer noch ein bisschen Zeichnung haben. Im Nachhinein hole ich aus dem RAW, aus den Lichtern noch ein bisschen was raus, aus den Tiefen auch noch, also die Tiefen ein bisschen aufhellen. Ich mache das alles mit einem Foto, ich mache kein HDR mit Mehrfachbelichtung. Das reicht meistens völlig aus. Damit der Himmel auch schön blau ist und die Spiegelungen ein bisschen rausgehen und auch das Ganze ein bisschen satter wird, habe ich den Polfilter hier noch auf dem Objektiv drauf und fotografiere dann mit ISO 100 und Blende 8. Damit komme ich auf eine freihändig haltbare Zeit. Genauso wichtig beim freihändig Fotografieren ist aber natürlich wieder die Mitte zu finden. Man kann natürlich jetzt die eine Mitte des Innenhofs nehmen oder man kann sich einfach auf die Seite stellen und dann in den Hof rein fotografieren. Aber auch da finde ich es wichtig, dass man zumindest eine Mitte nimmt. Also zum Beispiel die Mitte der Breite und dann schräg rein fotografiert. 2 Linien sind dann parallel, 2 würden stürzen, würde zumindest für mich auch ein bisschen Ruhe in dieses Foto reinbringen. Was ich persönlich nicht mag, ist zum Beispiel, wenn man so einfach von irgendwo schräg in diesen Hof rein fotografiert. Das ist mir ein bisschen zu chaotisch. Also ich mag es, wenn zumindest 2 Linien bei dem Ganzen parallel sind. Wichtig hier natürlich, wenn man freihändig fotografiert, einfach, dass man trotzdem einen guten Bildausschnitt hat, dass man sich überlegt, wo schneidet man das Bild an. Zum Beispiel hier die ganzen Schilder der Geschäfte habe ich dann ein bisschen weggeschnitten, habe ein bisschen darüber angefangen und so weiter, diese ganzen Kleinigkeiten. Aber auf jeden Fall auch hier freihändig ein gutes Symmetriefoto. Get this party started. I got the music playing loud. How you like my outfit? I have to say I'm kinda proud. I got my dancing shoes on. And I'm feeling dangerous. Let's get this party started. Yeah, we gon' be adventurous. We went to the club like we always do. This girl caught my eye, said, how do you do? She said, I am not interested, thank you. Then she left the room. Für diese Challenge heute habe ich mich ganz bewusst für das Nisi 15mm entschieden, weil es ein sehr einfaches, es ist ja auch ein manuelles, ein sehr kleines und auch ein sehr preiswertes Objektiv ist. Ich habe ja gerade im Ultraweitwinkelbereich sehr viele Objektive. Ich habe zum Beispiel das Sigma 14mm 1.8 als enorm lichtstarkes Objektiv und ich habe zum Beispiel auch das Canon EF 11 bis 24mm. 11mm bei Vollformat ist natürlich eine extrem ultraweitwinklige Brennweite, die ich hier auch schon das ein oder andere Mal verwendet habe. Und wenn du dir nicht sicher bist, wie viel Unterschied eigentlich diese paar Millimeter machen, werde ich dir gleich ein Foto zeigen. Im Vergleich eben zwischen diesen 11mm, die das Canon hat, und den 15mm, die genau genommen 14,5 sind, wenn man es genau nimmt, aber ein paar Millimeter Unterschied, die sich aber am Foto teilweise in einem ganzen Stockwerk äußern.
das Chilehaus. Hinter mir ist natürlich auch ein Hotspot hier im Konterhausviertel. Man kann auch hier den Innenhof wunderschön symmetrisch fotografieren. Man muss sich dazu aber hinlegen und wirklich schön nach oben fotografieren, damit man auch so viel wie möglich drauf bekommt. Wesentlich enger und kleiner als der Sprinkenhof, aber mindestens genauso cool. Außerdem durch diese Ziegelstrukturen, wenn das Licht seitlich reinfällt, kann man auch unglaublich schöne Fotos machen, wo dann die Lichtkante so über diesen Bogen drüber verläuft. Wenn man drunter steht, von hell nach immer dunkler, auch geniale Schwarz-Weiß-Fotos. Zeige ich dir noch ein paar und dann geht es für mich weiter in die benachbarte Speicherstadt. I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Ich bin mittlerweile auf der Poggenmühlenbrücke, einer der Hotspots in Hamburg. Das du da hinten siehst, das Wasserschloss, wahrscheinlich das meist fotografierte Gebäude hier in Hamburg. Vor allem auch während der blauen Stunde cool. Die Challenge ist aber auch jetzt ein cooles Foto zu machen, wo nicht die Lichter leuchten und der Himmel schon blau gefärbt ist. Und ich habe mich entschieden, wieder mit Filtern zu arbeiten. Habe mein Nisi V6 drauf montiert und habe zusätzlich zum Polfilter, der hier so ein paar Spiegelungen rausnimmt, den ND1000, also den 1000-fachen Graufilter und einen Grauverlaufsfilter reingegeben. Warum den Grauverlaufsfilter? Natürlich, ich habe hier keinen klaren Horizont, aber dennoch, es ist oben heller als unten im Wasser und damit habe ich schon wieder einen Kontrast, den ich mit diesem Filter angleichen kann. Nachdem es jetzt aber schon langsam ein bisschen dämmerig wird, musste ich hier bei ISO 100 und Blende 8 5 Minuten belichten. Durch diese 5 Minuten Belichtungszeit ist natürlich auch die Wolken sehr dynamisch, das Wasser ist glatt, die Wolken ziehen, also all das, was man durch eine Langzeitbelichtung erreicht. Übrigens, kleiner Pro-Tipp an dieser Stelle, bei so langen Belichtungszeiten stelle ich immer die Rauschreduktion bei Langzeitbelichtung ein. Dadurch macht die Kamera danach nochmal intern eine Art Belichtung, so lange wie die eigentliche Belichtung war und löscht nachher und korrigiert nachher diese Dead Pixel, diese kleinen Punkte, die man vor allem bei Belichtungszeiten über einer Minute zum Beispiel hat. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich auf dem Foto, wenn ich mich heranzoome, ganz viele Pixel, die in falschen Farben sind und die man de facto im Nachhinein nicht mehr korrigieren könnte. Aber hier, zumindest dafür, dass es keine blaue Stunde ist, eigentlich ein ganz cooles Foto rausgekommen. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Hey now, honey, I've been driving around in my car, looking for some kind of open bar. It's gonna be alright, gonna be alright. Got no money, but I'll work it out with my charm. Having a good time, ain't doing no harm. It's gonna be alright, gonna be alright. Das Wasserschloss ist natürlich vor allem in der blauen Stunde einfach ein geniales Fotomotiv. Jetzt hier in der Dämmerung habe ich versucht, ein bisschen mit den Langzeitbelichtungen trotzdem spannende Fotos hinzubekommen. Die Wolken ziehen, das Wasser ist glatt. Ich habe auch versucht, diese Metallsäulen im Vordergrund zu integrieren. Etwas, das man ja mit Ultraweitwinkel sehr gut kann. Normalerweise fotografiere ich dieses Motiv lieber mit so 30, 40, 50 mm. Also auch das gleich ein Tipp, wenn ihr mal hier seid und fotografiert. Diese größeren Brennweiten, da kommt man ein bisschen näher an das Schloss und hat diese Tiefe dieser Fleten praktisch auch besser drauf. Ich werde jetzt noch ein bisschen durch die Speicherstadt durchspazieren und werde schauen, was mich für Motive hier noch anlachen. Oh,
Ja, so ist das in Hamburg. Vorher blauer Himmel, herrliche goldene Stunde. Jetzt zieht ein Gewitter hier drüber. Regnet ordentlich. Ich habe noch ein paar Fotos hier machen können. Aber natürlich im Moment schwierig, weil es einfach... Oh, ordentlicher Donner, ich hoffe, man hört das. Weil einfach natürlich hier die Kamera zu schnell nass wird. Was ich aber bei diesem Video auf jeden Fall euch mitgeben möchte. Wenn du mit einem Ultraweitwinkel fotografierst, du kannst überall coole Fotos machen. Ich erlebe das oft bei den Kursen, dass Leute dann sagen, ja, jetzt hast du das Objektiv drauf, ist doch eh klar, dass damit coole Fotos gehen. Man kann fast immer mit jedem Objektiv schöne Fotos machen, man muss sich aber auf jede Brennweite einlassen. Beim Ultraweitwinkel, das hast du hoffentlich heute gesehen, muss man sehr stark auf Vordergrund achten, sehr stark auf Perspektive, zum Beispiel tief runtergehen. Bei der Symmetrie ist jeder Millimeter, wo man die Kamera schief hält, zum Beispiel auch schon wieder ganz dramatisch in der Auswirkung. Also auch da ganz andere Dinge, die hier notwendig sind. Kontohausviertel, ich glaube, das hat man heute auch gesehen, bietet wunderbare Motive, wenn du mal hier in Hamburg bist. Schau unbedingt dorthin, gibt natürlich noch viel mehr, als ich in diesem Video zeigen konnte. Wenn du es mit mir erleben möchtest, wie gesagt, Fotoreise Hamburg, eine coole Gelegenheit dafür. Ansonsten natürlich auch, wenn dir dieses Video gefällt, zeig das YouTube, lass einen Daumen hoch da, zeig es mir, dass du mehr davon sehen möchtest, lass einen netten Kommentar da und wenn dir meine Arbeit generell gefällt, gibt es auch die Möglichkeit der Kanalmitgliedschaft. An dieser Stelle verabschiede ich mich aber von euch. Ich wünsche euch liebe Grüße aus dem wunderschönen Hamburg und wie immer, gut Licht.